Moin, Servus, ich grüße euch, euer Syntex LP hier. Und zwar habe ich gleich mal eine Frage an euch. Es geht sich darum, wenn ich, sagen wir mal, Worst Case 30 Minuten nur am Suchen bin, ich komme nicht weiter, ich struggle, suche, mache, tue und ja, bin quasi am Verzweifeln, weil es einfach nicht weitergeht. Wie ist das denn für euch? Würdet ihr sagen so, boah, nee, Digga, das muss nicht sein, schneid es doch einfach aus dem Video raus. Oder sagt ihr, ja komm, lass machen, ich hab da Bock dazu zu sehen, wie du dich da abstrackelst, bemühst und einfach nicht weiterkommst. Finde ich relativ witzig. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, ob ich die Sachen rausschneiden soll und alles ein bisschen kürzen soll, damit ihr quasi die wichtigsten Sachen von allem seht. Oder sagt ihr so, nee, wenn, dann will ich dein ganzes Gameplay sehen, wie du wirklich spielst, alles drum und dran, gar nichts am besten rausschneiden. Ja, da ist eure Meinung dazu gefragt. Ich würde es gern wissen, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Teil 4. Wir sehen uns gleich im Spiel. Okay. Da könnte die Skorpionsache passen. Sehr nice. Vielleicht, wenn er mich nicht sieht, geht er wieder zurück. War ja letztes Mal auch so. So, das heißt, der ist eh oben. Das heißt, wir bräuchten einfach in der Theorie nicht hochgehen. So, und dann können wir uns hier unten noch ein bisschen umgucken. Oh, guck mal, eine Puppe. So, vielleicht finden wir hier unten einen Ersatz für die Schrotflinte. Wenn nicht, dann gibt es ja nur noch oben. Ja. Also wenn wir jetzt hier quasi nichts finden, dann gibt es ja im Endeffekt nur noch oben. Ich traue mich noch nicht so richtig hier einfach rumzulaufen. Der kommt bestimmt gleich runter. Ich habe so das Gefühl, dass er gleich runterkommen wird. Ja, aber ich habe halt eigentlich alles durchsucht. Ich meine... Boah, ich dachte schon, der Typ kommt. Okay. Warte mal, wir haben doch dieses Pendel gefunden, ne? War das hier? Vielleicht müssen wir das Pendel von dem Wohnzimmer hier reinhängen, damit hier was passiert. Du gehst nirgendwo hin. Hast du mich vermisst? Oh Mann, okay, also gut. Hier ist der Typ auf jeden Fall... immer am Start klar, sobald wir hier sind. Das ist schon mal gut zu wissen, dass der Typ hier auf jeden Fall immer auf Patte ist. Ich weiß nicht, hier lässt er mich, glaube ich, eigentlich so ziemlich in Ruhe. Suchen wir es mal, ob er mich hier in Ruhe lässt. Wenn er nicht weiß, dass ich da bin, quasi. Ethan! 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 Wenn ich von der Ding komme. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Wir probieren. Wir probieren jetzt mal was. So. Mal gucken, ob das Game Reset kriegt. Okay. Oh lol. Okay. Das kann doch nicht der Sinn sein. Irgendwas übersehen wir.
Aber was? Was übersehe ich? Ach so, ja gut, das bringt uns ja nicht mehr weiter, ne? Jetzt sind wir halt im Kreis rumgelaufen. Weil, jetzt ist sie wieder verschwunden. Das ist so komisch. Okay, die Frage ist, was wir zu tun haben. Wir müssen halt... Wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Ja, ja, ist gut. Können wir diesen Kleiderständer oder so nehmen? Nee, leider nicht. Wir müssen irgendwie diese Kackflinte kriegen. Hier was reinlegen oder so. Ich sehe dich! Ja, ja, ist ja gut. Wir können ja immer weglaufen die ganze Zeit. Kommen wir nicht durch. Oh, ein Buch. Ein Tape. Wenn ich mich hier verstecke. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Und verpiss dich einfach. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Dummer Drecksack, Alter. Oh, lol. Hab ich den jetzt für ein Weilchen außer Gefecht gesetzt? Ja, lol. Mit der anderen Muni hat es immer nie geklappt, aber mit der hat es jetzt geklappt, oder was? Kann ich sein Mörderding da nehmen? Nö, leider nicht. Also mindestens ist er erstmal frei. Die Gelegenheit will ich benutzen, um hier mal dieses Video anzugucken. Ethan, wenn du dies findest. Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh nice, wir übernehmen quasi jetzt die Videorolle. Okay, wir gehen jetzt mal da durch. Hier drüben, Mami. Boah, creep. Nee, sicher nicht. Da gehe ich sicher nicht drüber, gute Lady. Und jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. So ist es. Vor lauter Aufregung, Mensch. So, gucken wir mal da rein. Ich hab die Schnauze voll davon. Oh oh. Die Schnauze voll von deinem Mist. Wir verstecken uns jetzt einfach hier und warten, bis sie weg ist. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ja, komm, laber nicht so viel rum, Alter. Verpiss dich.
bitte, hab mich nicht gesehen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Okay, das können wir jetzt erstmal nutzen, um hier durchzukommen. Das geht nicht. Dachboden, Spinne. Ja gut, das bringt mir jetzt halt auch nichts. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall verstecken, aber ich weiß, was wir machen müssen, nämlich die Spinne. Okay. Wir sind jetzt mal ganz leise. Die Tussi ist immer noch da. Komm nicht hierher. Oh oh. Wo ist die? Da. Okay. Wir müssen warten, bis die wieder weggeht. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Ihren Babys? Meint ihr die komischen Viecher vom Keller? Wir öffnen unser Zuhause! Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Okay. Ich würde sagen, die Gelegenheit nutzen wir doch instant. Let's go. Also eine Spinne. Zack. Und die Spinne muss noch andersrum. Müssen das. Hoppala. Das war falsche Taste. Irgendwie gedreht kriegen, aber ich frag mich. Wie? Ah, so. Sehr nice. Okay, wir sind jetzt hier an so einem Ort gelandet. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Okay, wir müssen uns hier verstecken. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Was ist, wenn ich nicht will? Nö. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt noch mal nicht auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Die sind mal komplett irre, die Tussi. Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Okay.
Okay. Frag mich, was die Rätselslösung ist, denn die kommt nämlich nochmal zurück. Jetzt ist halt die Frage. Macht ihr einfach nochmal eine Runde, damit wir, falls wir nicht aufgepasst haben, erwischt werden, oder? Was ist jetzt hier Sache? Ne, die läuft schon wieder rum, ne? Die wollen wohl, dass wir hier rausgehen. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Puh, okay. Das war wohl so... Oh nein. Oh, ein Bild. Aber eigentlich will ich hier raus. Sieht wie ein Teil von etwas aus. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan! Ethan, bitte! Bitte, Ethan! Nein! Nein! Ja... Gut, was soll ich da jetzt dazu sagen, ne? Alles klar. Was haben Sie dir angetan, Mia? Tja, sorry, Dude, aber einfach nö. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit dem Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung. Aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Gut, ich weiß nur nicht, was wir jetzt damit anfangen sollen, aber das ist doch schon mal viel wert. Und ich muss sagen, diese Superkugeln sind voll geil. Bringt den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Alles klar. Läuft. Haben wir hier? Eine Münze. Das ist cool. Aber wir müssen noch immer was finden, um die Shotgun zu kriegen, zu bekommen. Oh, hier ist nochmal so eine Skorpion-Tür. Ich wäre fast einen Moment eingeschlafen. So, defekte Flinte. Ja gut, okay, das... Ah, aber die können wir austauschen. Kommt er hier rein? Und wie er hier reinkommt. Hier bin ich! Ja. Ach man, wieso? Ach, die Kugeln sind doch so Mist, Mann. Ja, wow. Ernsthaft, diese Billigkugeln, ne? Die sind einfach nur Schmutz, Junge. Meine Fresse. Okay, es ist Zeit, dass wir die gescheite Schrotflinte kriegen. Ich will jetzt aber noch wissen, was da steht. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seitdem Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen... Okay, wir haben nicht die Zeit dafür. Wir müssen los. Und zwar brauchen wir einfach die
scheiß Flinte da unten, Mann. Zack. Jetzt gehen wir einfach hier runter. Schade. Das finde ich schade, dass wir das jetzt nicht lesen können, weil wir die Zeit nicht dafür haben. Aber nun gut. Vielleicht zu einem späteren, passenderen Zeitpunkt. Aber den Typ, wie wir gesehen haben, hält ja auch gefühlt nichts auf. Wenn sie zu viele Objekte tragen. Okay, das heißt, ich tue die da. Will die eigentlich nicht in den Müll schmeißen? Muss ich mich jetzt echt zwischen Sachen entscheiden? Warte mal, wir machen mal einen Test. Wir schmeißen das dann mal auf den Boden. Also auf den Boden, Anführungszeichen. Okay, ich kann hier, steht nur Objekt wegwerfen. Okay. So, und das Problem ist, wenn ich das jetzt wegwerfe, ist es auch weg. Genau. Okay, das heißt, ich muss jetzt zwei Sachen wegwerfen, das ist mies. Dann ist die Frage, was wir wegschmeißen. Was schmeißen wir weg? Die Münze? Aber nachher brauchen wir die noch. Oder, andere Idee. Plan B. Wir gehen kurz safen. Also das Zeug wegbringen. Und genau, das da hinten. Dann haben wir sowieso Platz. Okay, das heißt einmal Zeug wegbringen. So, das Tape brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir die Münze nicht. Und das braucht zwei Slots. Das heißt, es sollte uns erstmal ausreichen. Das da hier weiß ich noch nicht so ganz, ob das uns, inwiefern es uns weiterhilft. Ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt, deswegen werde ich es jetzt mal das liegen lassen. Alle bewegen. Was hat er denn jetzt gemacht? Der hat mir die Chemikalie darüber. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Objekt kombinieren, alle bewegen, Objekte kombinieren. Ach so, ja gut, okay. Pass auf, wir machen das jetzt so. Folgendermaßen, nämlich so. Zack. Zack. Und damit wir die jetzt quasi anders angeordnet haben. Das wieder rüber, das wieder rüber. Was brauchen wir noch? Dieses U-Pendel, ne? Das haben wir wo gefunden? In diesem Wohnzimmerbereich, ne? Das könnte sein, dass wir das ins Esszimmer nochmal reintun müssen und da was finden dadurch. Deswegen nehme ich dieses Pendel jetzt mal mit. Genau. Und diese defekte Finte. Und dann haben wir noch einen Platz für die andere Finte. Das ist sehr gut. Okay. Und wir müssen uns... Oder was sagt... Ja, ist noch alles einigermaßen in Butter. Wir sind nur leicht angehaucht, sage ich mal. So. Gut. Einmal. Objekt kombinieren wäre das dann? Objekt untersuchen, Objekt wegwerfen, benutzen in dem Fall, oder? Okay, dann eher wohl kombinieren. Nee. Halt mich blöd. Also, das da. Und. Genau, die da. Sexy. Jetzt ist halt die Frage, wie es weitergeht. So, wir haben halt nur eine Muni und für die Pistole
Haben wir noch vier, weil wir so viel reinbuttern müssten in diesen Oberhulk-Typen da. So. Ich habe eine Idee. Und ich hoffe, dass der Typ jetzt nicht kommt. Ansonsten müssen wir sehr schnell abhauen. Und zwar will ich dieses Pendel. So, Leute, das war's mit Teil 4. Wie es mit dem Pendel weitergeht, erfahren wir in Teil 5. Und ja, was soll ich sagen? Mir hat es Spaß gemacht. Und wie immer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Gerne, gerne Kritik in die Kommis rein. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich tschö mit Ö. Bis zum Teil 5. Wir sehen uns.